In diesem Video schauen wir uns das Leben und das Werk einer weltweit bekannten Kommunistin an. Rosa Luxemburg kämpfte ihr Leben lang für die Revolution und war eine der Mitbegründerinnen der Kommunistischen Partei Deutschlands. Wie sie es zu einer der bekanntesten Anführerinnen der kommunistischen Bewegung geschafft hat und was wir auch heute noch von ihr lernen können, seht ihr jetzt. Rosa Luxemburg wurde am 5. März 1871 im Osten Polens, das damals Teil des russischen Zarenreiches war, geboren. Sie kam aus einem jüdischen Elternhaus. Der jungen Rosa kam eine umfassende Bildung zugute. Sie lernte Polnisch, Deutsch, Russisch, auch Latein und Altgriechisch. Sie beherrschte Französisch, konnte Englisch lesen und Italienisch verstehen. Sie kannte die bedeutendsten Literaturwerke Europas, rezitierte Gedichte und war eine gute Zeichnerin, interessierte sich für Botanik und Geologie, sammelte Pflanzen und Steine und liebte Musik. Sie war sehr begabt und übersetzte bereits mit 9 Jahren deutsche Geschichten ins Polnische und schrieb Gedichte und Novellen. In ihrer Jugend zog sie mit ihrer Familie nach Warschau und ging aufs Frauengymnasium. Dort nimmt sie zum ersten Mal Kontakt zur marxistischen Gruppe Proletariat auf. Bald darauf wird die Gruppe vom Staat verfolgt und zerschlagen. Einzelne Zellen arbeiten im Untergrund weiter und auch Rosa lässt sich davon nicht einschüchtern. Zu dieser Zeit liest sie zum ersten Mal die Texte von Karl Marx. Nachdem sie ihr Abitur als Klassenbeste abschloss, musste sie vor der Zarenpolizei, die ihre Mitgliedschaft im verbotenen Proletariat entdeckt hatte, aus Warschau fliehen. Mit der Hilfe eines Genossen floh sie aus Polen in die Schweiz. Zu dieser Zeit war es noch unüblich, dass Frauen an der Uni studierten. Doch die Uni Zürich ließ bereits Frauen zum Studium zu. Nach ihrer Flucht aus Polen studierte sie also in Zürich Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre. Hier studierte sie auch die Ökonomen, die auch Marx maßgeblich beeinflusst hatten, unter anderem Adam Smith und David Ricardo, aber natürlich auch Karl Marx selbst. Dadurch konnte sie ihr ideologisches Fundament festigen, auch wenn sie schon lange bevor sie an die Uni kam Marxistin war. Mit 22 Jahren gründete Rosa zusammen mit ihrem Genossen Leo Jogiches in Paris die Exilzeitung Arbeitersache. Damit wollten sie auf die internationale sozialistische Bewegung Einfluss ausüben. Mit ihrer Haltung gerieten sie häufig in Konflikte mit anderen Sozialistinnen und Sozialisten. Unter anderem gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und den Bolschewiki, aber auf diese kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Kurz vor dem Jahrhundertwechsel macht sie ihren Doktortitel in Zürich mit einer Arbeit über die industrielle Entwicklung Polens. Darauf zieht sie um nach Deutschland und schließt sich der jungen SPD an. Ihre Arbeit sorgt für große Wahlkampferfolge für die SPD in Schlesien, doch kommt sie schnell auch in Konflikt mit einem Teil ihrer Partei. Für viele wird es etwas merkwürdig klingen, dass eine Revolutionärin wie Rosa Luxemburg sich in der SPD organisiert hat. Dazu muss gesagt werden, dass die SPD damals eine ganz andere Partei war als heute. Die frühe Sozialdemokratie war stark beeinflusst von Marx und Engels. Es gab also in der SPD einen großen marxistischen und revolutionären Flügel. 1878 war die SPD von Bismarck durch das Sozialistengesetz verboten worden. Erst ab 1890 konnte sie sich wieder legal organisieren. Die Repression und die anschließende Legalisierung führte dazu, dass eine Strömung innerhalb der Partei heranwuchs, die nur noch auf Reformen setzte und keine Revolution mehr anstrebte. Dieser Wandel war keine deutsche Besonderheit. In vielen anderen Ländern verbürgerlichten die sozialdemokratischen Parteien. Sie sprachen jetzt vom Interessensausgleich zwischen den Klassen mit Hilfe des Parlaments. In Deutschland hat der reformistische Flügel um Eduard Bernstein mit dem Erfurter Programm den sogenannten Pragmatismus an die Stelle der Revolution gesetzt. Rosa Luxemburg verfolgte natürlich die Debatten in ihrer Partei. Allerdings durfte sie sich auf den Parteitagen nicht dazu äußern, da sie nur als Spezialistin für die schlesischen Gebiete sprechen durfte. Als sie aber 1898 zur Chefredakteurin der Sächsischen Arbeiterzeitung wurde, bekam sie auch das Recht, sich zu allgemeinen politischen Fragen zu äußern. Das nahm sie auch auf dem Stuttgarter Parteitag wahr. Sie positionierte sich auf dem marxistischen Flügel und brachte später auch eine Artikelserie gegen die Revisionisten der Partei raus, die später in ihrem Buch Sozialreform oder Revolution veröffentlicht wurden. Darin erklärt Rosa, dass Sozialreformen immer das Ziel des revolutionären Umsturzes und der Umwälzung der Produktionsverhältnisse im Auge behalten müssen. Wegen den Parteistreitigkeiten verliert sie ihren Posten als Chefredakteurin und zieht nach Berlin zurück. Hier schreibt sie weiter eifrig Artikel zu den aktuellen politischen Themen und Entwicklungen der Wirtschaft und Technologie und wird zeitweise auch polizeilich überwacht.
Hier in Berlin pflegt sie auch ihre Freundschaft mit Clara Zetkin, eine ihrer engsten Weggefährtinnen. Rosa Luxemburg sah, dass sich die imperialistischen Widersprüche auf dem Kontinent allmählich zuspitzten. Daher legte sie immer mehr Wert darauf, gegen den drohenden Krieg zu agitieren. Wegen einer antimilitaristischen Rede wurde sie zu 2 Monaten Haft verurteilt, die aber nichts an ihrem Kurs änderten. Zu dieser Zeit lehrte sie als Dozentin für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der SPD-Parteischule in Berlin. Dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gingen die Balkankriege voraus. Das waren Kriege zwischen verschiedenen Staaten Südosteuropas und dem Osmanischen Reich. Zwar wurden die Kriege offiziell im Jahre 1913 mit Friedensverträgen beendet, doch es war klar, dass die Situation auf dem Balkan jederzeit wieder hochkochen konnte. Auch Rosa schaute mit großer Sorge auf den Balkan. Sie organisierte Demonstrationen gegen die Aufrüstungspolitik und gegen den Krieg. Bei 2 Reden, die sie im September 1913 in Frankfurt hielt, rief sie zur Kriegsdienst- und Befehlsverweigerung der Soldaten auf. Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen oder anderen ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir, nein, das tun wir nicht. Wegen diesen Reden wurde sie erneut zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Kurz darauf sollten sich ihre größten Sorgen bewahrheiten. Der Erste Weltkrieg beginnt. Die SPD stimmt für die Kriegskredite und verkündet zusammen mit den Gewerkschaften die Burgfriedenpolitik. Sie wollen alle politischen Kämpfe, alle Kämpfe für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen einstellen, bis der Krieg vorbei ist. Diese Entwicklung zeigt, dass die Opportunisten, die Rosa mehr als ein Jahrzehnt bekämpft hatte, nun endgültig siegreich waren. Die SPD stellte sich auf die Seite der deutschen herrschenden Klasse und nicht auf die Seite des internationalen Proletariats. Kurz nach diesem schrecklichen Verrat gründet Rosa Luxemburg zusammen mit anderen Kriegsgegnern und Kriegsgegnerinnen in der SPD die Gruppe Internationale. Es schlossen sich noch weitere Sozialistinnen und Sozialisten an, unter ihnen auch Karl Liebknecht. Zusammen wollten sie dafür kämpfen, den Krieg und den Burgfrieden zu beenden. Aus dieser Gruppe ging dann 2 Jahre später der Spartakusbund hervor. Die Jahre gingen ins Land und der Krieg forderte immer mehr Menschenleben. Die meiste Zeit des Krieges verbrachte Rosa im Gefängnis. Doch ein Funken Hoffnung machte sich breit. In Russland war zunächst eine demokratische Revolution erkämpft worden, die den Zar entmachtet hatte. Die provisorische russische Regierung machte aber sofort klar, dass sie den Krieg weiterführen wolle. Darauf kam es zu weiteren Massenprotesten, Generalstreiks und schließlich zur sozialistischen Revolution. Rosa blickte mit großer Hoffnung nach Russland. In ihrer Gefängniszelle bekam sie nur wenige Informationen über die aktuelle Lage dort. Trotzdem versuchte sie, das Geschehen zu verfolgen und schrieb ihre Gedanken in verschiedenen Schriften zur Revolution in Russland nieder. Zum Teil kritisierte sie die Taktik der Bolschewiki, doch immer von einem solidarischen Standpunkt aus. Es lohnt sich, sich etwas genauer mit ihren Kritiken auseinanderzusetzen. Allen war klar, dass die Bolschewiki die Revolution unter extrem harten Bedingungen machen mussten. Russland war ein rückständiges Land. Der Krieg hatte es noch weiter zurückgeworfen und die Bevölkerung litt unter bitterer Armut. Eine der ersten Handlungen der Bolschewiki war, dass sie die Großgrundbesitzer enteigneten und das Land den armen Bauern gaben. Das kritisierte Rosa, weil aus ihrer Sicht so neues Privateigentum geschaffen wurde und kein gesellschaftliches, sozialistisches Eigentum. Sie behauptete, dass dadurch die Klassengegensätze auf dem Lande nicht beseitigt, sondern verschärft werden würden und es bald zu Konflikten zwischen dem Proletariat in den Städten und den Kleinbauern und Bäuerinnen auf dem Lande kommen würde. Eine weitere Kritik bezog sich auf die Entscheidung der Bolschewiki, allen Nationen des ehemaligen Russischen Reichs das nationale Selbstbestimmungsrecht zu gewähren. Rosa sah darin das Risiko, dass der Nationalismus befeuert werden würde. Schließlich kritisierte Rosa noch den Umgang mit den demokratischen Rechten in Russland. Sie argumentierte, dass in Russland allen Menschen umfassende politische Freiheiten, die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Vereinsfreiheit und so weiter gegeben werden sollten. Sonst drohte die Revolution abzuebben und in einen Bürokratismus zu verfallen, der nicht mehr von den Massen getragen wird. Sie hatte sie auf Notizzettel und in Briefen während ihrer Haft geschrieben. Bald nach ihrer Entlassung 1918, als auch das Deutsche Reich von der revolutionären Welle erfasst wurde, revidierte sie viele dieser Standpunkte wieder und erkannte die Notwendigkeit der von den Bolschewiki ergriffenen Maßnahmen. So begrüßte sie etwa die Besetzung der Parteizeitung der SPD durch Arbeiterinnen und Arbeiter, die während der Revolution gegen die rechte und antirevolutionäre Propaganda ankämpften. Viele dieser Kritiken wurden erst nach Rosas Tod veröffentlicht.
Laut ihrer Weggefährtin Clara Zetkin gaben die Kritiken nicht nur nicht Rosas Standpunkte zum Zeitpunkt ihres Todes wieder, sondern wurden sogar explizit gegen ihren Willen veröffentlicht. Sie dienen bis heute für antikommunistische Angriffe und Geschichtsverfälschung. Immer mehr Kriegsgegner und Kriegsgegnerinnen in der SPD waren nicht einverstanden mit der Politik ihrer Partei. Sie bildeten daraufhin 1917 die unabhängige SPD, die sich offen gegen den Krieg stellte. Auch Rosa und der Spartakusbund traten der USPD bei. 1918 spitzten sich die Massenproteste und Streiks zu und einige Führerinnen und Führer der revolutionären Bewegung wurden aus dem Gefängnis freigelassen. Unter ihnen sind auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Am 9. November kommt es dann zur Ausrufung der Deutschen Räterepublik durch Karl Liebknecht und der bürgerlichen Weimarer Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann. Es begann ein Ringen um die Macht in Deutschland. Auf der einen Seite war die alte herrschende Klasse, reich durch die Ausbeutung der Kolonien und des deutschen Volkes, mit genug Geld und Einfluss, um die SPD unter ihrem Vorsitzenden Ebert zu bestechen. Auf der anderen Seite waren die Spartakusleute, die revolutionären Obleute und andere Revolutionäre, die Volksmassen, die zu Hunderttausenden auf die Straße gingen und ein Ende des Elends forderten. Nach ihrer Freilassung fing Rosa Luxemburg sofort mit ihrer Arbeit als Chefredakteurin bei der Zeitung der Spartakusgruppe, der Roten Fahne, an. Hier wurde auch das Programm des Spartakusbundes veröffentlicht, das Rosa ausgearbeitet hatte. Darin stellt sie als die oberste Forderung den Sieg der Räterepublik auf. Zum Jahreswechsel 1919 gründete sie dann mit dem Spartakusbund und der Gruppe Internationaler Kommunisten die Kommunistische Partei Deutschlands. Wenn ihr mehr über den Verlauf der Novemberrevolution 1918 in Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch einfach unser Video zu dem Thema. Dann gehen wir nochmal mehr auf die verschiedenen Ereignisse ein. In Berlin ging das Ringen um die politische Macht auch im Januar 1919 weiter. Doch es zeichnete sich ein Gewinner ab. Die SPD-Regierung schloss einen Pakt mit der obersten Heeresleitung und ließ den Spartakusaufstand niederschießen. Es kam zu unzähligen Toten und die Führerinnen und Führer der KPD mussten untertauchen. Rosa Luxemburg blieb in Berlin. Dort wurde sie am 15. Januar von marodierenden Freikorps aufgespürt und ermordet, sowie auch ihr Genosse Karl Liebknecht. 10 Tage später wurde eine symbolische Bestattung durchgeführt, da man ihren Leichnam noch nicht gefunden hatte. Man schätzt, dass etwa 100.000 Menschen daran teilnahmen. So bitter auch das Ende ihres Lebens war, so sehr ist Rosa Luxemburg ein Vorbild für alle Menschen, die heute noch für ihre Befreiung kämpfen. Als Frau und als polnische Jüdin wurde sie oft angefeindet und wusste sich trotzdem mit Hilfe ihres scharfen Verstandes und ihres revolutionären Geistes durchzusetzen. Sie ist auch ein Beispiel dafür, dass jeglicher Dogmatismus uns nur zurückhalten kann und dass wir unsere Standpunkte selbstkritisch hinterfragen müssen. Bis heute ist sie ein Vorbild für die proletarische Frauenbewegung und für die Kommunistinnen und Kommunisten weltweit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hier nochmal ein Hinweis auf unsere Videos zur russischen Oktoberrevolution und der Novemberrevolution in Deutschland. Zum Anschauen einfach hier auf die Infobox klicken und wir sehen uns beim nächsten Video.